Hallo und willkommen zurück zu einer Runde Memoria. Ja, die letzte Aufnahmesession ist für mich schon ein kleines bisschen her. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ich weiß, dass wir hier angekommen sind und wir haben mit den Amazonen gesprochen und ich meine, wir brauchen jetzt die Halskette von Rachwan. Ich weiß noch nicht so genau, wie wir da rankommen. Deswegen benutze ich mal die Hotspot-Anzeige. Das haben wir uns, glaube ich, alles angeguckt, oder? Nee, haben wir gar nicht. Die Malerei zeigt eine Frau mit einem Kind im Arm. Da steht ein Mann mit einem Speer. Das Bild eines Drachen. Zwei Männer jagen irgendein unförmiges Tier. Eine Gruppe Menschen sitzt friedvoll an einem Feuer. Ein Apfel hängt von einem Baum und ein Mann holt ihn herunter. Alles klar. Mit denen haben wir gesprochen. Ich trinke erst, wenn ich weiß, dass ich sicher bin. Okay. Von hier aus komme ich da nicht ran. Dann nicht. Ihr wollt diesen Kriegsgeweihten allen Ernstes ihre Rüstung rauben? Nein. Nein, das wäre dumm. Ich habe mich nur eben gefragt, was ich tragen werde, wenn ich in die Schlacht ziehe. Und ob wir dann Seite an Seite kämpfen werden. Ihr könnt euren Tod wirklich nicht erwarten, oder? Wenn du nicht verstehst, dann halt den Mund. Oh, sie ist immer so unfreundlich. Auf dem Schild ist ein großer flammender Löwe eingraviert. Das Zeichen der Göttin Rondra. Okay. Wenn dann hier nichts weiter mehr ist, gehen wir mal weiter nach oben. Ach, okay, da oben kommen wir dann raus. Ja, dann nehme ich mir jetzt den Ast. Mit bloßen Händen bekomme ich die Äste nicht auseinander. Dann vielleicht mit dem Dolch. Okay, kann ich von hier oben das Seil abschneiden? Nee, kann ich gar nicht anvisieren. Okay. Was ein Wald nicht alles so zu bieten hat. Ja, ist der Wahnsinn, oder? Guck mal, können wir irgendwas mit dem Stein machen? Nee, erschlagen möchte ich sie ja nicht. Können wir mit dem Ast jetzt was machen? Hä? Okay, am Wasserfall. Wäre der Wasserstand nur nicht so niedrig. Ich habe eine Idee. Können wir dann die Steine nicht irgendwo hier? Nee, können wir nicht. Der Weg der Willkür ist nicht mein Weg. Hätte ja sein können. Ich glaube, wir müssen erstmal den Ast wieder aufheben. Okay, der Wasserstand ist zu niedrig. Nein. Nein, okay. Erschlag die halt. Ich reize sie besser nicht, sonst ende ich noch so wie Rachwan. Möglich. Ich weiß nicht einmal, wo ich ansetzen sollte. Okay, dann mit was anderem hier. Mit den Feuersteinen noch nicht? Nee. Mit dem Dolch auch nicht. Nee. Und mit dem Stab auch nicht? Nein, das ist es nicht. Okay. Ich hätte gesagt, dass wir was mit dem Stein machen müssen, aber sieht nicht so aus. Doch, hier unten. Alles klar, und jetzt wieder hoch und nochmal den Ast runterschmeißen. Da ist er. Sehr gut. Danke. Ihr erinnert euch vielleicht, dass ich euch in der Grabkammer eine Vision schickte. Als Erklärung für das Blutritual. Du meinst das Bild von meiner blutenden Hand, der glimmenden Räucherschale und dir? Richtig. Nun, ihr könnt mit dem Gefangenen nicht reden, da das Mädchen sonst Verdacht schöpft. Aber ihr könnt ihm eine Vision schicken. Und ihn auffordern, sich mit ihr gutzustellen. Und wie? Mit dem Zauber des Visionenschickens, den ich nun in eure Hände lege. Ah, da gibt's was Neues. Sehr schön. Richtet ihn auf die Halskette in eurer Tasche und ich erkläre euch alles Weitere. Okay, wird gemacht. Der Zauber wirkt nur auf jemanden, von dem ihr einen persönlichen Gegenstand besitzt. Und ihr könnt auch nur Visionen von Dingen schicken,
die ihr in der Nähe seht. Sagt dem Gefangenen nun ganz allein über 3 Visionen, dass er sich mit der Amazone gutstellen soll. Ganz allein über 3 Visionen? Ja. Richtet seine Aufmerksamkeit auf seine Peinigerin, dann auf ihn und letztlich auf ein Symbol für Freundschaft und Geselligkeit. Er wird diese 3 Dinge unweigerlich zusammen denken und sich nicht dagegen wehren können. Die Reihenfolge der Visionen spielt dabei keine Rolle. Alles klar, also auf die Peinigerin, auf ihn selbst. Ach, er ist schon ausgewählt. Ja gut, Geselligkeit und Freundschaft ist doch hier das Lagerfeuer. Ach so, hier. Mhm. Aligluk Zulascha Safscha. Sei still! Es hat nicht geklappt. Abwarten. Zul Asafscha. Bitte erfüllt mir einen Gefallen. Nehmt diesen Fetzen von meinem Umhang und knebelt dem Ferkina den Mund. Keine Tochter Rondras hat eine solche Beschimpfung verdient. Okay, klar. Was wir jetzt mit dem Stofffetzen was machen? Ein Stück vom Umhang der jungen Amazone. Au! Er hat versucht, mich zu beißen. Soll er das Mädchen ruhig beschimpfen? Das ist es mir nicht wert. Okay, ich vermute, das ist ja ein persönlicher Gegenstand von ihr, dass wir nochmal eine Vision schicken. Aber ich weiß nicht genau, wovon. Gutstellen. Nee, der Drache bestimmt nicht. Das hier vielleicht. Und das hier vielleicht. Und nochmal das Lagerfeuer oder so? Oh, das war der Apfel. Rondra will, dass ich etwas von einem Baum pflücke? Aber was? Ach so, ihn. Alles klar. Nochmal. Rondra will, dass du ihn von dem Baum pflückst. Was ist mit dir? Ich hatte eine Vision von meiner Göttin. Sie trug mir auf, den Gefangenen vom Baum zu holen wie einen Apfel. Ich muss ihrem Befehl folgen. Doch brauche ich eure Hilfe. Was soll ich tun? Es ist für meine Schwester zu gefährlich, ihn hier freizulassen. Nehmt mein Pferd, das hinter dem Wasserfall wartet, und tragt den Gefangenen die Anhöhe hinauf. Dann, wenn ihr weit genug fort seid, schickt das Pferd zurück und lasst ihn laufen. Du kannst auf mich zählen. Hab Dank. So, da wären wir. Ich lass dich jetzt frei. Dafür erfüllst du dein Versprechen und führst mich nach Draconia. Einverstanden? Einverstanden. Dann halte still, damit ich dir die Fesseln lösen kann. Oh, ich trau dem ja immer noch kein Stück. Wollt ihr das wirklich tun? Er hat euch schon einmal verraten. Mhm. Keine Sorge. Ich weiß, woran ich bin. War doch klar. Oh, hupsala. Das kann der Stab? Er hätte euch fast getötet. Sagtet ihr nicht, ihr wüsstet, was ihr tut? Ja. Ich bin gefallen und du hast mich aufgefangen. Ich wusste nur nicht, wie du es tun würdest. Du kannst also Fleisch in Stein verwandeln. Es sieht so aus, ja. Ich danke dir. Meine Hände! Und nun zu dir. Weißt du, ich hatte wirklich Mitleid mit dir, dem ausgestoßenen Ferkina, dessen eigenes Volk ihn nicht mehr haben wollte, der sich den Gesetzen der Stadt unterwerfen musste und der seine Ehre verkaufte, nur um zu überleben. Aber in dem Moment, in dem du mir den Knochen über den Schädel schlugst, hast du all meine Gnade verspielt. Ich befehle dir nun ein letztes Mal, mich nach Draconia zu bringen. Du wirst mich ernähren, wenn ich es dir sage. Und du wirst über mich wachen, wenn ich schlafe. Erst wenn ich mit der Maske sicher dort angekommen bin, werde ich deine Fesseln lösen. Meine Hände! Richtig, du Mistkerl. Und wenn du mir nicht gehorchst, werde ich auch den Rest von dir verwandeln. Meine Hände, die sind Stein. Sie hat ja auch gerade... Na gut.
Ah, sehr gut. Du bist wach. Ihr? Was macht ihr hier? Wo ist der Dämon? Ich wollte eigentlich nur ein paar Habseligkeiten holen, als ich euch beide hier liegen sah. Da dachte ich, ich mache Feuer. Man friert so leicht in diesen Gefilden. Dein Blick verrät mir, du hast jetzt auch die Träume, ja? Bei Rashtulas Lockenpracht, was für ein Schlamassel. Ist es dir denn inzwischen gelungen, das Rätsel zu lösen? Ah, was ich gerade kurz sagen wollte, sie hat ja auch gesagt, der Rachwan soll sie ernähren, wenn sie es ihm befiehlt. Aber wie soll er das denn machen mit Händen aus Stein? Ich glaube nicht, dass er die noch bewegen konnte. Aber gut. Ja, ich habe jetzt auch von Satya geträumt. Das tut mir leid. Glaube mir, das wollte ich nicht. Aber noch ist es nicht zu spät. Vergiss alles, was du gesehen hast, wie du jeden anderen nächtlichen Traum auch vergessen würdest. Wieso? Was ist so gefährlich daran? Oh, Satyas Geschichte selbst ist harmlos. Es ist nur das Ende, vor dem du dich hüten musst. Wer das Ende leichtfertig herausfordert, der legt sich mit Mächten an, die besser ungestört bleiben. Ich verstehe kein Wort. Und genauso soll es auch bleiben. Der Dämon ist Satyas Zauberstab, richtig? Oder jemand, der ihn besitzt? Und damit auch seine Macht, Menschen zu versteinern. Ah, dann war das die Rashtulswald-Szene, die du eben gesehen hast. Beunruhigend, nicht wahr? Das arme Mädchen, ganz alleine in der Wildnis. Weicht mir nicht aus. Geron, wer oder was dieses Unheil angerichtet hat, spielt keine Rolle. Löse nur mein Rätsel und alles wird wieder so sein, wie es war. Wie lautete das Rätsel nochmal? So wie der Stein über den Skarabäus. So herrscht der Skarabäus über den Stein. Wisst ihr die Antwort, so tretet ein. Wisst ihr sie nicht, sei euer Leben auf ewig mein. Damit fehlt uns nur noch die Lösung, nicht wahr? Ach, wenn es weiter nichts ist. Nee, erraten ist, glaube ich, nicht so klug. Der Stein ist kein einfacher Stein, sondern Satyas Rubin. Sie ist die Nachfahrin des Moguls und der Edelstein ein Erbstück. Irgendetwas hatte sie damit vor. Interessanter Gedanke. Aber allzu viel erklärt das nicht. So, wie ich sehe, sind wir nicht wirklich weitergekommen. Nicht, wenn ihr mich weiter im Dunkeln tappen lasst. Geron, ich bin nur ein einfacher Händler. Ich bin dein Freund. Alles, was ich vor dir geheim halte, tue ich nur, um dich zu schützen. Ich habe nicht darum gebeten. Ich will Antworten. Die Antworten, die du suchst, sind gefährlich. Geron, ich warne dich. Ignoriere die Träume. Halte dich fern von Draconia und hüte dich vor dem Garten des Vergessens. Wenn du das Tor zu Draconia verschlossen lässt, werden die Visionen von allein verschwinden und nichts Schlimmes wird dir oder deiner Freundin geschehen. Doch wenn du den Weg weitergehst und am Ende nur einen einzigen Fehler machst, erwartet dich ein Schicksal schlimmer als der Tod. Löst du dagegen nur mein Rätsel, wird alles wieder gut. Willst du dich nicht um sie kümmern? Breda, steh auf! Wir haben ihn! Was, wir haben wen? Er ist doch nur der Händler. Ich glaube nicht, dass er die alle versteinert hat. Was ist passiert? Was war das für ein Traum? Und wer bei den Göttern hat hier mitten am Tatort Feuer gemacht? Das war er! Verdammt! Und er ist weg. Wo ist er hin? Au, mein Kopf... Breda, was weißt du über einen Ort namens Draconia? Das ist eine uralte Festung im Rashtulswall, von Drachen erbaut. Eulrich Bodiaks Spezialgebiet. Warum? Weil ich die Spielchen satt habe. Und weil ich glaube, dass wir dort bald unsere Antworten finden werden. Du bist doch kein einfacher Möchtegern-Held, oder? Nein, lass uns nach Hause gehen. Ich erzähle dir unterwegs alles. Akt 4. Was für eine Nacht. Ich kann meine Augen kaum aufhalten. Wie geht es deinem Flügel? Besser. Gut. Dann lass es uns ein weiteres Mal versuchen. Erinnerst du dich noch an... Oh, wieder was Schönes. Die Nacht am Lagerfeuer. Unsere gemeinsame Nacht in den Brinasca-Marschen. Du wolltest mit mir einen Liebesbund eingehen. Haben wir geküsst? Das weißt du nicht mehr? Ich weiß noch, dass es kalt war und wir an einem Feuer saßen. Das war schön. Ja, es wird. Und weißt du auch noch? Die Bootsfahrt. Bevor wir Enqui erreichten, sind wir auf dem Svelte gerudert. Vorbei an Feldern und Windmühlen. Da waren ganz viele Kühe. Und der Sonnenaufgang.
Erinnerst du dich daran? Ja, hinter den Mühlen. Aber sie fängt halt echt an, alles zu vergessen. Das ist schade. Und jetzt denke an... Ist es nicht ein wunderbares Gefühl, den Seher besiegt zu haben und endlich frei zu sein? Was war denn so schlimm an ihm? Ich mochte ihn. Er hatte so einen lustigen Bart. Was? Du bringst da was durcheinander. Er hatte alles andere als einen Bart. Hm, ja, das hast du gut gemacht. Ach, wir waren schon ein gutes Heldenpaar. Wir haben den größten Gefahren getrotzt und Andergast gerettet. Nur du und ich. Und der Rabe. Wir waren die Besten. Aber der Rabe war doch der Seher. Du hast es geschafft. Du kannst wieder fliegen. Ja. Was ist? Ich hatte vergessen, was mit dem Raben geschehen ist. Ach, Nori. Ich will endlich alles hinter mir lassen und ganz neu anfangen. Ich will über das Meer fliegen. Kopf hoch. Bald haben wir es ja geschafft. Reda und ich wollen herausfinden, was Fahi uns verschweigt. Und wenn wir das wissen, werden wir auch endlich das Rätsel lösen. Geht es immer noch um die Geschichte von dieser Prinzessin? Das ist doch alles schon so lange her. Was ist mit jetzt? Nori, ich muss Satyas Geschichte vollständig kennen. Und dafür muss ich Magister Bodiak sprechen. Er ist der Einzige, der sagen kann, was es mit diesem Drakonier auf sich hat. Erst wenn ich alles verstanden habe, wird bei uns alles wieder in Ordnung sein. Und all die schlimmen Dinge werden endlich ein für alle Mal vergessen sein. Ich weiß ja nicht. Ich kann Eurich nicht an seinem Fenster sehen. Hoffentlich ist er da. Wir sprechen erstmal mit allen, die hier so rumstehen und sitzen. Besser, ich halte mich im Hintergrund. Sie scheinen wenig beeindruckt. Besser, ich halte mich im Hintergrund. Okay. Besser, ich halte mich... Gut, mit gar keinem dürfen wir sprechen. Dann gehen wir rein. Igitt! Breda? Was machst du da? Strafmaßnahme. Wegen Alleingang. Latrine schrubben. Hast du schon mit dem Magister über Drakonia gesprochen? Nein. Und er ist auch nicht hier. Geh vom Hafen den Hügel hinauf. Das Haus liegt dann direkt an der Ecke zum Wall. Ich höre wohl nicht richtig. Hast du diesem Mann gerade Magister Bodiaks Wohnort verraten? Wir haben hohe Erwartungen an dich, Breda. Hör auf, uns zu enttäuschen. Sie kann nichts dafür. Es war meine Schuld. Und du, Vogelfänger, verlässt sofort den Hof. Tut mir leid. Ach, so richtig konnten wir jetzt aber auch nichts dafür. Wenn Bredas Wegbeschreibung stimmt, dann ist das Haus des Magisters. Hier sind schon wieder Krähen. Verdammte Krähen! Habt ihr nicht schon genug Ärger angerichtet? Psst! Verschwindet! Hey, das sind meine Freunde! Nori? Tut mir leid, ich hab dich nicht gesehen. Sie haben dir doch gar nichts getan. Erinnerst du dich nicht mehr an all das Leid, das sie gebracht haben? Natürlich erinnere ich mich daran. Aber man muss auch mal vergessen können. Was willst du? Oh, hoch. Wir wollen ins Haus. Ich muss irgendwie in das Haus. Kannst du für mich durch das Fenster fliegen und nach einem Eingang suchen? Muss ich? Es würde uns beiden helfen. Na gut. Oh. Okay, ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Jetzt haben wir das Lineal. Bücher? Okay. Ach, darunter liegt der Schlüssel. Den habe ich gar nicht gesehen. Oh nein. Kommt sie an den Stein dran? Nee, können wir nichts machen. Oh. Komischer Spiegel. Danke, Nori. Ah, halt, stopp. Können wir... Oh. Schöne Sachen. Aber wer braucht die schon? Können wir eigentlich nochmal mit ihr sprechen?
Mach keinen Unfug. Wir sehen uns dann später. Bis später. Oh, wow. Oh, da steht ja jemand. Ah, mein Freund. Was macht das Edelsteingeschäft? Ich hatte Ärger mit einem Kunden und bin ausgestiegen. Das tut mir leid zu hören. Ich könnte bald noch einen Gefallen von dir verlangen. Meine Dienste stehen dir weiterhin zur Verfügung. Die Gurke, die du mir gegeben hast, war sehr ergiebig. Wofür auch immer. Was ist mit Breda passiert? Sie musste heute Morgen Latrinen putzen. Ja, offenbar hat sie gestern im Alleingang versucht, die Tulamiden zu fangen. Und ist dann erst nach Nachtruhe in das Dormitorium zurückgekehrt. Dass sie nur Latrinen putzen musste, spricht für den Stand, den sie in der Akademie genießt. Ich glaube, sie wollen sie irgendwann zur neuen Leiterin machen. Okay, bis später. Bis später. Mach es gut, mein Freund. So, dann gehen wir jetzt doch rein. Bei den Magister Bodiak? Oh oh. Huch, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Oh je. Aber jetzt kommen wir an die Schublade dran. Sie ist voll mit Staub. Ich vermute mal, das gehört zu dem. Was haben wir denn noch? Oh je. Ich könnte eine Handvoll mitnehmen, aber am Ende will ihn jemand zurückverwandeln und dann steht er ohne Ohr da. Ich lasse ihn lieber vollständig. Ja, hast recht, ist besser. Dankeschön. Wir nehmen wieder alles mit. Oh, was haben wir denn hier? Er sieht alt aus. Der Magister muss noch sehr jung gewesen sein, als er ihn fing. Überall diese toten Tiere. War Magister Bodiak einst Jäger? Aber wie lernt ein Jäger in so späten Jahren noch das Zaubern? Merkwürdig. Man kann doch auch beides sein, oder nicht? Alles klar, gehört auch uns. Oh, das können wir doch bestimmt mit dem Dietrich knacken. Nein? Keiner der Dietriche passt. Das ist schlecht. Können wir das Schloss kaputt machen? Nichts passiert. Schade. Oh, stimmt, wir haben ja die Linse. Nichts. Der Anbau scheint magisch verstärkt worden zu sein. Okay. Dann war es das hier, glaube ich, erstmal. Erst muss ich das Schloss öffnen. Ja, aber wir haben nichts, oder? Nee, den Besen. Dem Messer? Auch nicht. Nee, dann gehen wir erstmal runter. Können wir den hiermit wieder zusammensetzen? Ach, guck mal. Nee, ich wollte den Schlüssel haben. Ach, warte mal. Können wir das vielleicht einmal kurz durchfegen? Gott, der Arme. Ich lasse ihn besser. Wo ist denn der? Warte mal, ich setze den nochmal zusammen. Jetzt vielleicht der Schlüssel? Verdammt. Der Schlüssel ist genauso zerbrechlich wie Eulrich. Dann, okay, setzen wir den nochmal zusammen und dann gehe ich mal nach draußen und frage nach dem Verhärtungszauber. Da ist er. Ich sehe, du warst bei meinem Lieblingsmagister. Ich werde auch bald zu ihm reingehen. Meine Prüfung steht bald vor der Tür und ich muss sicher gehen, dass das alles mit rechten Dingen zugehen wird. Kann ich irgendetwas für dich tun? Ja. Ich bezweifle, dass dich der Magister heute noch empfangen wird. Du scheinst dir da ja sehr sicher zu sein. Ja, hör zu.
Verdammt, ich brauche einen neuen Plan. Du gehörst nicht gerade zur mitfühlenden Sorte, oder? Nein. Was mache ich denn jetzt? Wenn du in die Akademie zurückkehrst, schick bitte Breda her. Alles zu seiner Zeit. Jetzt muss ich erst einmal nachdenken. Bis später. Mach es gut, mein Freund. Nee, ich brauche doch den Verhärtungszauber. Kann ich den in den Honig tunken oder so? Der Honig würde den Schlüssel zwar kleben, aber auch seine Form verändern. Okay. Das Wachs vielleicht? Und jetzt? Der Honig würde den... Okay, jetzt haben wir die Wachsform. Ich gehe jetzt nochmal fragen. Bis später. Mach es gut, mein Freund. Nein, nicht bis später. Ein Abdruck des Schlüssels in Eulrichs Hand. Ich habe etwas Honig in die Form gegossen. So, jetzt. Bis später. Mach es gut, mein Nein, Freund. Nein, nicht bis später. Was ist denn los mit ihm? Ich habe etwas Honig. Tja. Aber das müssen wir doch jetzt irgendwie... Wenn ich das Wachs abschabe, läuft der Honig aus. Ja, das ist richtig. Ach was. Ach was. Nee. Möchte er nicht machen. Aber ich habe hier auch nichts mehr. Ich habe auch hier oben nichts mehr. Können wir noch woanders hingehen? Hat Nuri eine Idee? Wahrscheinlich nicht. Mach keinen Unfug. Wir sehen uns dann später. Bis später. Okay. Schöne Sachen. Aber wer braucht die schon? Ach, kann ich vielleicht direkt das auf ihn? Ich muss dich um einen weiteren Gefallen bitten. Jetzt, kannst okay. du diesen Honigabdruck zu einem Schlüssel verhärten? Ich mag deinen Erfindungsgeist. Gib her. Weiches, erstarre, fließendes Verharre. Danke. Okay. Damit sollten wir ja jetzt die Tür hier aufbekommen. Ach so, vielleicht jetzt mit dem Messer erstmal aufmachen. Ich kratze das Wachs vorsichtig ab. Sehr gut. Geht immer noch nicht, warum nicht? Bei Fex. Doch. Es hat tatsächlich geklappt. Ist nur die Frage, was möchte er hier überhaupt? Meine Hand ist zu groß, ich komme nicht bis zum Boden. Wenn ich das Ding da unten nur irgendwie anheben könnte. Mit dem Besen vielleicht? Der Besenstiel ist viel zu dick. Dann schauen wir mal. Aber schön, sein Arm ist zu kurz, seine Hand ist zu dick. Die Worte, nichts ist jemals verloren, stehen darunter. Hasenauge? Elmerion? Rondellions Fanghorn. Das scheint eine Liste von magischen Artefakten zu sein. Manche tragen einen Vermerk zum Aufenthaltsort, andere sind abgehakt. Ein Andergaster wie Eurich kann sich diesen ganzen magischen Firlefanz doch gar nicht leisten. Am Ende kommt noch raus, er war gar kein echter Magier, sondern nur ein gemeiner Dieb. Na, hoffentlich nicht. Eine riesige Festung auf einem Berg. Sieht so Draconia aus? Ich sehe mir das mal näher an. Ein Geheimfach. Nanu? Eine versteinerte Ratte und Zeichnungen von der Maske. Du siehst schon, dass sie eine Hand aus dem Kopf wachsen hat, ja, Geron? Genau wie Eurich. Dann setzen wir die wieder zusammen. Hier sind überall kleine gekritzelte Notizen. Ganz oben steht, nach all den Jahren endlich Antwort. Die Maske ist in Draconia. Morgen breche ich auf. Auf einem anderen Zettel dann, gestern zurückgekehrt, konnte die Maske nicht finden. Das Konzil verweigerte mir den Eintritt in die Festung. Dafür bestach ich einen Adepten.
töten und besitze nun den Rubin. Doch ohne das Artefakt bleibt er wertlos. Draconia? Die Maske, der Rubin? Wann verrät mir endlich jemand, was das alles soll? Gar nicht. Können wir denn mit der Ratte irgendwas machen? Ach, vielleicht können wir die... Ja, mach mal. Und dann vielleicht mitnehmen in dem Gefäß? Ich nehme das Messer, um den Staub in das Gefäß zu kratzen. Und jetzt da rein, ja? Ich habe den Staub in die Ritze gekippt. Und jetzt wieder heil machen. Ha! Sehr gut. Ja, nimm doch. Ein Rubin. Er hat einen Sprung. Oh, mein Kopf. Auch nicht schon wieder. Da ist jemand nebenan. Oh, nicht schon wieder. Nur noch diese Wand. Dann sind wir in Draconia. Hilf mir. Alleine komme ich hier nicht hoch. Befreie meine Hände. Nö. Wenn ich das tue, tötest du mich doch sofort. Richtig. Wie sehr er euch hasst, Charizard. Verständlich. Wer ist schon gern ein Sklave? Er müsste mich nur noch hier hinüberheben. Dann wären wir am Ziel. Die Maske. Ist dir etwas eingefallen? Ja. Seit wir hier sind, erinnere ich mich an immer mehr. Sagt mir, im Inneren der Maske, seht ihr dort Schriftzeichen? Ah, ich hatte recht. Phtan Fasgadan es Plaste Katan. Murilor Gras Ferel Goran. Hil Bemutir Gerul Felan. Juntir Katan Feluntir Sodan. Was ist das für eine Sprache? Eine sehr, sehr alte. Malakar hat sie laut für laut in die urtulamidische Schriftform übersetzt und über die alte einritzen lassen. Setzt eurem Gefangenen die Maske auf und rezitiert die Formel. Anschließend wird er euch jeden eurer Wünsche erfüllen. Was wird passieren, wenn ich die Formel spreche? Ich erinnere mich nicht genau. Aber ich weiß, dass es ihn zu eurem Diener machen wird. Auch mit freien Händen wird er dann noch machen, was ihr von ihm verlangt. Hm. Ich kann mir die Zauberformel nicht merken. Sie ist so schwierig. Lasst mich es versuchen. Wenn es dann soweit ist, werde ich euch die Worte vorsagen und ihr sprecht mir nach. Das klingt nach einem Plan. Wie hast du seine Hände versteinert? Mit diesem Zauber hier. Oh, danke schön. Ihr könnt ihn auf der Blume dort oben ausprobieren. Ja, das würde ich aber sagen, machen wir in der nächsten Folge, denn jetzt ist schon wieder Zeit. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.